Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit mir, dem Tops. Kennt ihr das, Leute? Ihr seid irgendwie online und ihr schreibt irgendwie irgendwas, ne? Ja, ich meine so, und dann passiert es euch, ihr macht vielleicht einen Rechtschreibfehler. Ihr verschreibt euch oder ihr wisst einfach vielleicht nicht, wie man das Wort genau schreibt. Ja, ne? Das passiert jedem von uns. Und ich meine, das passiert dem Besten von uns. Ich meine, ich mache ja auch ab und zu mal ein, zwei Schreibfehler in meinen Videos. Das gebe ich zu. Und das Ding ist nämlich, Leute, ne? Auf meinem Server, ziege.games, gibt es Leute, die gibt es halt auch überall. Ich weiß, euch ist es bestimmt auch mal passiert, dass ihr korrigiert wurdet. Dass da jemand immer da war, um euch zu sagen, wie es richtig geschrieben wird, ne? Wisst ihr, sowas ist ja nicht schlimm. Aber es gibt richtig schlimme Menschen, die dann zum Beispiel konsequent sagen, ja hier, du schreibst das falsch, was weiß ich alles, ne? Und du weißt, oder was weiß ich alles, und die nerven einen damit einfach nur. Und genauso jemanden habe ich auf dem Server gefunden. Der ist seit ein paar Tagen drauf und der soll irgendwie relativ, ja, wie soll ich sagen, nervig sein und die ganze Zeit andere User korrigieren, verbessern und was weiß ich, und richtig gemein sein. Also, sowas finde ich eigentlich nicht wirklich geil, aber ne, das Ding ist halt, ich dachte mir, dann kann man den am besten mal so ein bisschen so, so ein Besserwisser, das will niemand, ne Leute, ihr kennt das alle, so Besserwisser will einfach niemand haben. Ich meine, klar, so Korrektur oder so, ein bisschen mal so korrigieren, zum Beispiel, yo, hier, du schreibst das vielleicht mal besser mit Doppel-M oder keine Ahnung, sowas in der Richtung, das kennen wir alle, ne, dachte ich mir, das könnte man mal einfach hier mal uns mal genau unter die Lupe schauen. So, derjenige, den wir heute uns sozusagen unter die Lupe nehmen, ach ja, falls ihr jetzt wissen wollt, warum ich jetzt meine Mütze trage, hier, obwohl es hier zu ist, Leute, momentan hat leider jeder Friseur zu und deswegen kann ich mir nicht einen ordentlichen Haarschnitt leisten. und deswegen, naja, habe ich mir die Mütze aufgezogen, weil ich denke, das ist besser als irgendwie eine komische Muddel-Kuddel-Frisur. Also, na, okay. Die Person, die wir uns jetzt sozusagen heute anschauen, das ist ein VIP oder ich glaube, das ist ein Test-VIP. Ich habe mich unsichtbar gemacht, also man sieht mich nicht. Das ist nämlich Slumchild, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall hat derjenige wirklich sozusagen fast ein Problem, ne? Und der hat sich hier, der ist noch nicht lange hier, der hat sich Test-VIP geholt. Man kann sich Test-VIP auf meiner Seite holen. Ich zeig euch gleich mal, wie das so geht. Ja, also wir sind jetzt hier auf shop.ziege.games, also wie gesagt, abchecken. Und wenn ihr sozusagen hier auf shop.ziege.games drauf seid, ne, dann habt ihr den Auswahl zwischen Ränge, Kisten, Booster, Partikel, was weiß ich alles. Habt eine große Auswahl an Sachen, die man sich da halt holen kann. Und wenn ihr zum Beispiel mal hier auf Ränge drauf drückt, ne, ich bin jetzt hier schon auf Ränge drauf, dann seht ihr hier zum Beispiel VIP einen Monat, was weiß ich alles so, und dann VIP Plus einen Monat. Das ist schon ganz cool und das Ding ist, ihr könnt auch mal testen, wie es ist, zum Beispiel ein VIP zu sein. Da könnt ihr euch hier unten auf Test-VIP, sozusagen Test-VIP holen. Da geht ihr drauf, kostenlos, ne? Da könnt ihr halt sozusagen sagen, ja, ich möchte das jetzt haben und dann kriegt ihr eine Skin-Kiste. Da seht ihr alles, was ihr für Vorteile habt mit diesem coolen Feature, also mit diesem Test-VIP. Und da könnt ihr drauf gehen und könnt zum Beispiel sagen, dass ihr den Namen zum Beispiel hier, ich gebe jetzt mal meinen Namen ein, meinen Minecraft-Namen. Ihr müsst euren Minecraft-Namen richtig eingeben und dann könnt ihr einfach sagen, ja, hier, ich möchte das haben und dann zack, pipapo. Und dann kriegt man halt ein Test-VIP und hat dann dementsprechend die ganzen Sachen, ne, so Claim for Free. Also sozusagen kriegt man das komplett umsonst. Ihr müsst halt ihr noch akzeptieren, damit ihr das sozusagen wirklich bestätigt, damit ihr das auch wirklich holt. Und dann habt ihr auch schon Test-VIP. So, ne, das Ding ist, der hat sich halt Test-VIP geholt, ne, hält nicht lange, aber dann hat er halt dementsprechend ein, zwei coole Möglichkeiten. Der ist noch nicht lange hier und, der schreibt wahrscheinlich gerade jetzt schon wieder. Das Ding ist nämlich, wie soll ich sagen, ne, hier, der hat zum Beispiel eine Tafel bei sich zu Hause, ne, welcher normale Minecraft-Spieler, Leute, hier auf meinem Server, cg.games, welcher normale Spieler, ne, hat eine Deutschbegriffe-Wand bei sich zu Hause in Minecraft? Ich meine, habt ihr sowas zu Hause in Real Life? Also das würde mich mal interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall hat der Typ hier zum Beispiel seit, zum Beispiel ihr seid, und dann seit, seit dem Jahr. Das ist halt so, ne, das ist halt wie so ein Deutschlehrer, der halt nur kein Lehrer ist und so weiter. Der schreibt schon wieder, du atmende IQ-Parodie, ne? Der macht irgendwelche, der redet irgendwie ziemlich, naja, geschwollen, der probiert klug zu klingen, obwohl er nicht wirklich sonderlich klug ist. Wahrscheinlich ist er sowieso noch relativ jung. Ich meine, wir haben auch ein, zwei Leute hier auf dem Server, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind.
Und der sagt, die sind nicht intelligent oder die sind dumm oder irgendwie sowas in der Richtung. Das Artikel, das Konjunktiv und Scammer, nicht Schema, Scammer, etc. Lebensgefahr, nicht Lebensgefahr. Das ist, ne? Der hat eine ganze Liste aufgeschrieben, was für Leute, was das für Fehler gibt. Und ich dachte mir so, man könnte mal schauen, was er jetzt so eigentlich so macht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht so. Die anderen tun mir schon die ganze Zeit leid und ich dachte mir halt so, okay, ne, man kann sich mal ein bisschen umschauen, ob der irgendwie was hat. Ich glaube, der hat noch nicht so viel. Ich glaube, der hat Eisenrüstung. Der hat sich hier irgendwie das Ding hier aufgebaut oder so. Hat vielleicht ein bisschen Obsidian, okay. Keine Ahnung, Ostara, für dich habe ich nicht, solange du nicht richtig schreibst. Ey, das ist gemein. Warte mal, hat Ostara irgendwas geschrieben? Schlammschild, hast du billiger Wahl? Ja, man sieht, manchmal verschreibt man sich, manchmal vergisst man auch zu tippen. Ich meine, bei mir ist das manchmal so, dass ich zum Beispiel irgendwie, wenn irgendwas geschrieben wird, dann tippe ich nicht ganz durch und dann ist es einmal da oder ist ein Buchstabe weniger. Was ist ich alles? Guck mal, der ist durchgehend unten im Chat, seht ihr, ne? Der korrigiert. Das heißt Mann, nicht Mann. Und. Ne? Das Ding ist halt so, die anderen Supporter vom Server, die wollten sich unbedingt um den kümmern, ne? Und ich dachte mir so, nein. Man muss den Leuten ja mal ein bisschen so zeigen, dass es halt hier so nicht geht. Ich meine, wir müssen mal überlegen. Was kann man denn machen mit einem, mit jemandem, der relativ unfreundlich nicht? Ist das nicht? Warte mal, das ist vollkommen irrelevant. Ist das nicht? Guck mal, der streitet sich. Das ist jetzt so. Ich weiß nicht warum, aber es gibt manche Leute, die kommen einfach auf den Server und provozieren. Die beleidigen oder sonstiges. Oder? Das ist halt. Das sind die Dinge, das kannst du mir halt. Ja. Also, ich finde es zwar schön. Ich weiß nicht so genau, ob das Ostava mit Absicht macht, um den ein bisschen zu triggern. Aber es ist schon. Nein, du ahnungsloser Staubsauger. Alter, Junge, warum? Wie kommt man auf so eine Beleidigung? Du ahnungsloser Staubsauger. Staubsauger haben voll viel Ahnung. Also, eigentlich, ne? Also. Alter, das ist halt. Ihr müsst wissen, dieser Lawful Benjo, ne? Ihr müsst wissen, der ist auch schon seit Ewigkeiten auf dem Server und er ist sowas wie so mit kleinen Aufbau. Der Benjo wünscht dich nicht ein. Es ist einfach lustig zuzugucken bei sowas. Aber man könnte auch schauen, ob man vielleicht, keine Ahnung, ne? Was könnte man denn machen? Man könnte zum Beispiel man baut einfach die Schilder ab und so weiter und macht vielleicht Shop.siegel.games. Genau, das ist nämlich das einzig Wahre, ne? So, das muss halt sein, ne? Beste Shop dann der Welt. Ja, weißt du, man muss noch Welt groß schreiben, weißt du, so. Ist schon. Ich hab doch ein Item für dich. Oh, okay. Kann da vielleicht sein, dass er doch nicht so böse ist. Bloß ist halt die Frage. Ich glaub's einfach, nee, kann ich TPA? Ja, ihr müsst wissen, Leute, mein Server Ziege.games, da kann man sich sozusagen zu den anderen hin teleportieren lassen und kann sozusagen sagen, okay, die Person fragt, ob sie sich zu mir TPen kann oder kann sie, ja, kannst du ja sagen, dann kommt sie zu dir und was weiß ich alles und, okay. Ostara scheint ein Mädchen zu sein. Ich weiß nicht, ob Slumscheid auch ein Mädchen ist, aber ich glaube eher so ein Junge mit einem Mädchenskin oder so. Stell dich hier hin. Ich weiß auch nicht, was hat er jetzt so vor? Weiter. und was jetzt? Ich weiß auch nicht genau. Warte mal. Alter, lol. Der kann sich ja richtig dingen, sonst, das ist Abzocke. Der hat. Alter, guck mal, wie gemein der ist, ne? Der Dingsums der Love for Benjo. Der kann sich Slam Lass den Mist. Der, Alter, der wollte die hier hin teleportieren, damit die runterfällt ins Loch und stirbt. Alter, das ist schon gemein, ne? Muss ich da runter? ist da. ich weiß auch nicht so genau. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss bei dem Dingensens eine kleine Lektion erteilen, ne? ich weiß auch nicht so genau. Wie wäre es mit einem kleinen Lava-Item? Das wäre doch mal. Das wäre doch mal was Schönes, ne? Das wäre doch mal Schönes. Guck mal hier, der steht da so schön. Oh, der ist richtig gut ausgewichen.
Komm her, komm. Ja, da, los, komm. Ja, da gehst du rein. Genau, ey. Guck mal, es ist nichts schöner, als solche Leute einfach so ein bisschen zu ärgern. Also, Ken, so Lore gesagt, er verstößt an sich nicht gegen Dingensens. Ihr müsst wissen, wie gesagt, Lord Fobento, der ist ja so ein bisschen Dingensens. okay, mal schauen. Lass mal gucken. wahrscheinlich denkt das, dass das Lord Fobento. Welches degeneriertes Teammitglied zerstört mein Haus? okay. Dann kriegt ihr eben halt noch ein bisschen mehr. Hier, so, zacke die, zack. Komm da, bitteschön. Komm hier ein bisschen Lava. Da rein. Da, komm hier. Wisst ihr, was wir eigentlich machen können? Noch mit Beleidigungen helfen da sicher nicht. Da muss man zugeben, also da hat Benjo recht, ne? Der sagt, da helfen mehr Beleidigungen helfen da auch nicht, Leute. Und ich glaube so, wir könnten einfach Pi mal Daumen sagen, dass wir einfach das Haus fluten. Ich meine, warum denn auch nicht? Also wir fluten einfach das Haus von einem gemeinen Spieler. Ist ja gerechtfertigt, oder? Ich meine, wir haben ja hier in die Botschaft mitgeteilt, die er halt wissen sollte, das beste Haus. Ja, okay, ne? 23 lädt ihn auf. Ah, okay, also ich glaube, der ist unten drin, ne? So, ja, das glaubt nicht. Okay, zack, zack, zack. Hier komm, du kommst nicht mehr raus. So, habe ich nicht. Bin schon lügt. Es ist, wisst ihr? ja, komm hier. Auch, ne, wisst ihr, euch kann auch was passieren, auch wenn ihr VIP seid. Deswegen, ne? Wie gesagt, checkt auf shop.ziege.games auf jeden Fall die Gegend ab. Und wenn ihr dann irgendwie gemein zu Usern seid, dann bin ich vielleicht auch mal gemein zu euch, so wie ihr es gerade sehen könnt. Ihr habt gesehen, der ist gemein. Wisst ihr, mal korrigieren, das kann man machen. Aber nicht zu oft, Leute. Ne? Man muss ja auch immer noch mal so ein bisschen Anstand bewahren. Und einfach so Verständnis, wenn ihr zum Beispiel Leute jünger sind. Und die wissen das nicht ganz genau. Und das ist halt so. Ich glaube, der Junge ist erstmal, oder der Junge oder das Mädchen ist erstmal bedient und hat erstmal die Schnauze voll davon, dass hier die ganze Zeit, denkst du wohl auch, dass du jetzt der beste Schüler bei der Baumschule bist, oder? Du, warte mal, du denkst wohl auch, dass du der beste Schüler bei der Baumschule bist, oder? Okay, weißt du was? Ich glaube, zum Anschluss, also, zum Anschluss gebe ich dem einfach nochmal einen schönen Mute, so, Mute. Das war jetzt der User. Slumschild. War das neu? Genau, Slumschild. So. Mute. Mute Ads. Dann die. Okay, den. Wie lange machen wir es? Wir machen. Wie lange machen wir? Wir machen. So lange vielleicht? Ist das eine ordentliche Anzahl? Oh, wurde permanent gemutet. Upsala, Leute. Wichtig, Leute. Oder gesagt, Slumschild, wenn du das Video siehst, du kannst dich gerne sozusagen bei dem Discord mal unten hier in der Beschreibung vorbeischauen. Das ist nämlich der Ziege-Discord. Da kannst du dich nämlich gerne entschuldigen und kannst sagen, wenn du hier noch auf dem Server spielen willst. Ich meine, du kannst immer noch auf dem Server spielen. Du kannst erstmal die Lava wegmachen. und kannst halt erstmal gucken. es ist halt schon lustig, dass da jetzt noch jemand anderes drin ist und sein ganzes Haus ist voller Lava. Alter, sein ganzes Haus ist voller Lava geflutet. Ist schon irgendwie lustig, aber naja gut. Wie gesagt, für diejenigen, die sich dann auch wundern, wenn sie gemutet oder gebannt werden, ihr könnt gerne auf den Discord unten mal vorbeischauen und da vielleicht mal nach einem Entbannungsantrag stellen und dann viel Spaß bei der ganzen Sache haben. Denn Leute, wenn Leute gebannt werden, ne? Keine Ahnung. naja gut, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir auf jeden Fall Daumen nach oben da für diese schöne Hausüberflutung. Es war keine Hausdurchsuchung, sondern eine Hausüberflutung. Schlaf schön, träum was Schönes. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss.